Hallo Leute, ich mache heute eine Neuauflage von dem Video Fritzbox WLAN-Netz 2,4 GHz und 5 GHz trennen. Mit der aktuellsten Version auf meiner Fritzbox, in dem Fall Fritz OS 7.10. Wir gehen einmal auf unseren Chrome, öffnen uns die Adresse der Fritzbox, melden uns einmal kurz an. Und sind einmal auf der Oberfläche. Jetzt ist wichtig zu beachten, startmäßig, wenn ihr die Fritzbox das erste Mal eingerichtet habt, ist es auf Ansicht Standard. Ihr könnt die Ansicht hier unten ändern, indem ihr einfach draufklickt, aber ihr könnt auch hier oben drauf gehen auf den Namen und einfach auf erweiterte Ansicht anhaken. Dann ändert sich ja automatisch auch die Einstellung hier unten. So, wir sehen schon, ich habe das schon getrennt. Ich zeige euch jetzt nochmal, wie ihr es machen könnt. In dem Fall gehen wir auf WLAN. Und wir gehen auf Funknetz. Und hier sieht man unterschiedliche Benennungen der Funknetze 2,4 und 5 GHz. Könnt ihr anhaken. In dem Fall sieht man schon, das eine heißt WLAN-EG und das andere heißt Wartungs-WLAN. Zusätzlich habe ich das 5 GHz ausgeschaltet, weil ich unten nur das 2,4 GHz benötige. Wenn der standardmäßig ist dieser Haken draußen. Und ihr seht, jetzt ist nur noch ein Netz. Jetzt machen wir wieder einen Haken rein. Und jetzt nenne ich es wieder Wartungs-WLAN, genau. Und kann dann hier den Haken noch anmachen und jetzt würde die Fritzbox ganz normal zwei Netze bereitstellen. In meinem Fall lasse ich es aus. Genau. Grundgedanke dafür ist, wie letztes Mal auch angesprochen, dass verschiedene Geräte nicht damit klarkommen, dass ihr eine SSID habt für 2,4 und 5 GHz. Und die Geräte sich dann entweder mit dem falschen verbinden oder zu Verbindungsabbrüchen führen kann. Deswegen ist es normalerweise empfohlen, die Netze zu trennen. In dem Fall 2,4 GHz und 5 GHz voneinander zu trennen mit unterschiedlichen Namen, damit zum Beispiel Drucker, die meistens nur 2,4 GHz haben, sich direkt mit dem 2,4 GHz Netz verbinden können. Oder zum Beispiel Smartphones oder ähnliche Geräte, die halt wirklich 5 GHz unterstützen und das auch verbinden, direkt verbinden. Die meisten Geräte heutzutage können diese Sachen tarieren, das heißt, dass sie sich zwischen 2,4 und 5 GHz bewegen, aber halt nicht alle. Deswegen ist es normalerweise, um Störungen zu unterdrücken, empfohlen, beide Netze zu trennen. So. Das wäre es in dem Fall schon gewesen. Bei Fragen in die Kommentare, für einen Daumen hoch würde ich mich auch freuen. Dankeschön.